Und da sind wir wieder, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Gleich geht's weiter in dieser Folge. Ich guck nur mal, was wir so in Hand haben. Mir ist jetzt auch eingefallen, was noch das Problem war, was ich erwähnt hatte, dass der Rucksack voll ist. Großes Problem. Egal. Dann halt nicht. Da muss ich halt die ganzen Sachen in mein Inventar rumschleppen. Zwar, wir brauchen... Ich muss das echt testen, wie das funktioniert. Ich weiß es echt nicht. Unser Zug da unten, der fährt ja mit Cans. Der steht übrigens schon, das habe ich ganz vergessen. Can. Die werden wir auch automatisch craften lassen. So werden wir das machen, weil wir werden die jetzt automatisieren. Können wir das so, können wir es beschleunigen, ja. Und wir werden da einfach den nehmen und die Cans verschwinden lassen, weil es ist ja egal, wir haben so viel davon, von diesen 10 jetzt, haben wir ja gesehen, wir im letzten Video, wir haben da relativ viel und deswegen werden wir jetzt mal 10 verbraten. Hier irgendwo steht er, da steht der, unser schöner Zug. So, also da kann maximal 3 mitnehmen. Ne, 4. Okay, 4. Und dann soll er ran. Renn um dein Leben. Renn. Mal schauen, ob wir da jetzt... Wie viel Pop braucht der davon? Gar nichts. 80 Grad. Ja, das wird schon passen. In der Zwischenzeit kommt hier so das hier rein und so ein paar Cans rein. Die Kohle nehmen wir raus, die behalten wir uns natürlich. So, da werden wir uns jetzt mal darum kümmern, dass wir automatisch Cans produzieren und automatisch Wasserzellen. Dazu brauchen wir Zinn, haben wir 13k. Okay, das geht sich aus. Ein Pattern. Sowas brauchen wir. Und eigentlich nichts mehr vorerst. Dann haben wir hier hinten steht der ja. Wie ging das nochmal? So oder so? Ne, die brauchen wir nicht, die brauchen die. Encode und die kommen. Ja, das ist natürlich auch doof. So will ich das gar nicht haben. Ich will ja, naja, bestellen. Ich kann das ja auch so machen, dass ich bestellen kann mal. Aber ich will das auch so machen, dass der das automatisch macht. Also müssen wir Automatic Crafting Table. Haben wir kein Automatic Crafting Table. Wundzahnräder. Und dann machen wir da mal 64 davon, bitte. Und wir brauchen stinknormale Crafting Table. So. Dann haben wir da wieder mal jede Menge davon vorbereitet. 3 Stück. Das haben wir. Dann brauchen wir Export, glaube ich, war das. Ne, Import. Haben wir eh da. Wir brauchen einen Limiter. Haben wir keinen mehr. Puh, wie ging der? Habe ich keinen Plan. Irgendwas mit einer Fackel auf alle Fälle. Mit Basic Prozessor. Da haben wir noch welche. So. Ne, den wollte ich haben. Redstone Kabel. Kabel, Redstone Torch. Und Eisenbar. Eisenbar, so. Genau. Ein Stück, okay, okay, nicht gerade viel. Achso, das fehlt. 3 Stück.
Export brauchen wir vielleicht, aber wir brauchen Hemden mit da, 4 Stück davon. Und eigentlich nichts mehr außer viel Glück. Da schließen wir alles hier mit an, weil hier ist unser System, dass das eigentlich automatisch Sachen macht. Genau, da schließen wir hier mit dran, ganz einfach. Hier den Crafting Table. Dann du weg da. Kommt hier der Limiter hin. Ah, da steht, ich glaube, eh schon richtig. Import Bus. Nee, steht doch nicht richtig. So, jetzt. Da sagen wir Cans. Falsch. Hier sagen wir Can. So lang. Wie viel Cans machen wir? 128. So, und du arbeitest nur, solange du ein Signal bekommst. Und hier sagen wir, er soll immer 64 im Vorrat halten. 64, so. Und hier sagen wir, zack, zack und zack. Und jetzt müsst ihr eigentlich schon arbeiten, wenn wir hier Stack Mode sagen. Und aus. Und wenn wir jetzt reinschauen und Can eingeben, siehe da, wir haben 132 Cans. Das wird hier einfach gesteuert. Kommen wir unter den 128, geht das Licht an und hier wird automatisch nachproduziert. Schon eine feine Sache das, ne? Zum Beispiel hier, ja, hier haben wir genau das Gegenteil. Hier sage ich, wenn du verlierst ein Signal und ja, also nur invertiert. Das Ganze haben wir hier auch schon gebaut, also puh, schaut schon etwas heftig aus hier eigentlich, wenn ich mal das so mal angucke, aber egal. So, Cans haben wir schon mal. Jetzt kommt die Frage, wie bekommen wir die Cans voll mit Wasser? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, entweder ein Liquid Transposer oder, was ich mich frage, geht das eigentlich direkt hier rein? Weil wenn ich oben reinfülle und auf der Seite rausziehe, müsste es ja klappen eigentlich. Haben wir hier irgendwo ME? Ja, hier mal ME. Aber das reicht nicht, ich brauche nur ME-Kabel. Wie gehen ME-Kabel? Also hatte ich hier offen. Die waren... Ah, zweimal Redstone und Quarzfieber ist Glas und Dust. Glas und Dust. So. Einmal, zweimal. So, dann machen wir jetzt gleich alles. Da geben wir uns alles. So. Dann war das so und Redstone, so viel ich weiß. Dann haben wir natürlich auch jede Menge. So, so. Okay, jetzt haben wir alle ME-Kabel aufgebraucht. Dann ME. Nee, wie heißen denn die jetzt? ME-Kabel, ja? Ah, da sind sie. Wir brauchen jetzt folgendermaßen eigentlich einen Anschluss. Hier unten. Ich sag, die Frage ist, geht das direkt in den Tank rein? Ich müsste den Tank von oben befüllen. Das heißt, Export. Zack. Und mal ME-Kabel hier dran. Komm. Ja, geht. Ich mache das jetzt nur mal professorisch, weil ich es testen will, ob es klappt. So. Wenn ich hier sage, Freundchen, na, komm. Du exportierst das. Da
dann macht er das nicht. Ist natürlich doof. Aber der connectet schon am EME-System. Okay, also so funktioniert das schon mal nicht direkt mit dem Tank nicht. Das heißt, wir brauchen einen Liquid-Transposer. Gut zu wissen. Dann gucken wir mal. Liquid-Transposer, wo bist du? Oder haben wir sowas nicht schon? Nee, Igneous-Extruder heißt das Teil da. Aber Liquid-Transposer muss ich ja auch schon haben. Ja, okay, das sind die eigentlich. Ja. Na, bauen wir uns ein. Liquid-Transposer, wo bist du? Wo hast du dich versteckt hier? Frame und Redstone. Frame, Hammer. Und so eine Redstone-Keule. Red. Con. Ist das die Con-Dingsbums oder die andere? Reb ist also Redstone und Gold. Ist doch nicht die, was ich haben wollte. So. Gold. Haben wir jetzt ein bisschen. Dann machen wir gleich ein paar Mal mehr. Ich weiß gar nicht, war die oben oder unten? Ich bin da so vergesslich. Unten, oben war ein Eimer. Das heißt, wir brauchen noch einen Eimer. Oder, nee, Bucket heißt das, nicht Eimer. Ah, Hammer. Bucket. Du, du. Glas und Kupfer. Glas. Und Kupfer. Was haben wir da überhaupt? Dörling. Liquid Transposer. Export, das heißt, wir brauchen auch noch einen Import-Bus. Export. Soll uns gleich Import craften hier. Das brauche ich nicht mehr. Den Rest behalte ich mal. Falsche Richtung. Crafting Table. Das Ganze könnten wir gleich hier anschließen. Das ist ja die Wasserquelle. Dann sparen wir uns. Wo ist denn das hin, Alter? So. Der füllt sich dann schön. Und wir sparen uns jede Menge Platz bzw. Kabel. Also der Export-Bus geht oben rein. So, und auf der Seite wird rausgezogen. So. Und auf der Seite raus. Ich glaube, so muss man das einstellen, weil ich glaube, mit den Farben funktioniert das ja nicht. Wenn ich hier sage, Zelt. Ah, dann fällt er die unten rein, okay. Dann doch so. Und so. So. Ah, der braucht noch Bildkraftenergie. Das ist natürlich doof, doof, doof. Wobei, das ergibt gut. Kennst du das? Auf der Seite von unten, ja. Hier auf alle Fälle kommt blau, damit er einen Anschluss hat. Hier so und so, ja. Das heißt, wir gucken mal, haben wir hier eine Magmatic Engine haben. Ah, wir haben noch eine. Dann ein Strukturpipe. Ich hoffe, das haben wir noch. Nee, haben wir nicht. Und Gates. Gate haben wir noch eins. Outdoor Gate. Ne, das wollte ich nicht. Da müssen wir nach unten. Und hier gucken, ob wir da noch was haben. Dark, ein normales Gate haben wir. Pipe haben wir jetzt keine. Dann nehmen wir was anderes. Pipe. Was haben wir denn da alles Schönes? Ah, doch, haben wir. Habe ich die was sehen? Na, egal. Dann kommt hier folgendermaßen. Du weg, du weg. Hier kommt eine Engine ran. Ja, die läuft jetzt schon.
Und hier unten kommt das Gate dran mit der Strukturpipe. Und das Gate sagt. So, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was er gerade hatte. Minecraft ist abgestürzt, hat aber keinen Fehler, komischerweise. Wir schauen hier rein. Ja, jetzt Updates. Wir sagen, solange Energie kennt, Energie Storage, soll er ein Signal senden. Dann hört er auf. Das ist natürlich doof, ne, wenn der selbst dann aufhört. Aber den sagen wir einfach, ignorier, so. Und eigentlich müsste der hier auch, du arbeitest nur, wenn du ein Signal bekommst, so. Und schon läuft das Ganze. Und wenn der keine Energie mehr, wenn der voll Energie hat, dann müsste er eigentlich stoppen. So, jetzt lädt er die Energie noch auf. Maximal Power 4, okay. Und sobald er voll ist, müsste der eigentlich stoppen. Wenn ich das jetzt richtig eingestellt habe. Werden wir gleich merken, zack und aus. Gut, dann funktioniert das schon mal so wie erhofft. Und jetzt eigentlich nur auf der Seite noch rausziehen. Also Import Bus. Ist natürlich jetzt auch doof, wenn ich das so mache. Das ist echt alles ein bisschen doof hier. Den müsste ich fast auf der Vorderseite hinpacken. Da steht das aber hier in meinem Weg. Okay, dann machen wir es einfach so. Der hier entlang. Und der kommt dann hier nach unten und hier sagen mehr. Haben wir Wasserzellen im Lager von Stück 512. Dann sind ein Signal. So soll das eigentlich passen dann. So, der da oben macht Ausdeck-Mode, damit er immer voll ist. Sprich, haben wir 512, kriegt er ein Signal. Ja, passt, dann wird der abgeschaltet. Jo, die Schnee wird er nicht. Ja, der arbeitet so lange, bis wir 512 Wasserzellen haben. Und nachdem wir jetzt Wasserzellen verbrauchen, werden auch drüben Wasserzellen nachproduziert. Oder sollten nachproduziert werden. Und hier in der Chest, in der hier, wollte ich gerade sagen, werden sie dann nach und nach aufgefüllt. 31. So. Damit auch immer genügend Wasserzellen für unseren schönen Zug vorhanden sind. Der wahrscheinlich ja schon wieder steht irgendwo und wartet auf neue Zellen. Weil er vertrocknet ist. So, die Cans brauche ich nicht mehr. Kabel nicht mehr, ME nicht mehr. Die brauche ich nicht mehr, euch nicht. Wobei, Wasserzellen wollte ich ja jetzt behalten. Für unseren Zug, düdüd. So, wie sieht's hier unten aus? Läuft da eigentlich was oder läuft immer auf Null raus? Ah nee, wir machen schon Plus, also unsere Biogasanlage haut mit rein. Da kommt dann später noch mal mehr dazu, wenn wir auch mal ein bisschen was mit Strom machen. Wenn wir uns mal schauen, ein AKW zulegen. So, und der macht hier fleißig Cans nach. Und unser Zug. Ah, da hat er jede Menge abgeliefert. Hier auch, das wird dann nach und nach abgeholt. Ja, hier alles schön voll, das passt.
Ist die Frage, also ja, logischerweise, wenn hier Items angekommen sind, dann muss er auch fahren. Aufpassen, das kann ja sein, dass er hier gleich um die Kurve schießt. Oder auch nicht. Der ist schon wieder weg, oder? Nee. Nicht dein Ernst, dass er schon wieder weg ist, ey. Der verschwindet ab und zu mal, ja? Der fährt einfach ins Nichts. Oder ich habe ihn übersehen. Aber einen Zug kann man nicht übersehen. Da ist er nicht. Ah, da ist er doch. Ich habe ihn übersehen. Oh. Schon Angst bekommen, ey. Oh. Da hat jede Menge drin. Gucken wir jetzt nochmal in dieses Lager, ob das auch voll ist. Ich hoffe nicht. Kann aber sein natürlich. Nee, ist nicht voll, Glück. Hier sind... Ah, 16k habe ich da drin, okay. 23k. Gut, dann haben wir das letzte Problem da auch noch gefixt. Mit den Wasserzellen. Das lag mir auch am Herzen. Immer noch schon Öl, Honig haben wir auch jede Menge. Da müssen wir auch noch ein bisschen was damit machen. Ja, und ein bisschen Zeugs. Die nehmen wir mal mit, die sind teuer. Den Rest, ja, Multitank. Ah, okay, sind ein paar Sachen, die kann man gebrauchen. So, zack. Ja, ich werde auch wieder einen Welt-Download machen. Nicht jetzt, aber in den nächsten paar Folgen kommt mal was. Jetzt mal, wenn alles so stabil läuft, warum fährst du nicht? Fertilizer, Äpfel, was hat der Fertilizer? Warum hat der Fertilizer drin? Hallo? Ah ja, stimmt, oben, genau, passt schon, ganz vergessen. Weil wir sagen den ja hier oben. Wir bauen ja Fertilizer, wobei hat ja irgendeiner geschrieben, da kann man auch Mulch nehmen. Den Mulch können wir dafür nehmen. Der hier entsteht. Den kann man auch hier rein tun. Ich muss mal gucken, wie viel Mulch wir haben. Ne, wieder nichts dabei, ja? Vielleicht hier unter Werkzeuge was drin? Ah doch, hier ist er. Ganz übersehen. Mulch, 3K. Okay, das müsste sich theoretisch eigentlich ausgehen. Sprich, hier sagen wir nicht mehr das. Wobei, ich schaue mal lieber nach, ob das... Nee, Biomasse 8 Minuten. So, komm. Hallo? Klau mal ein. Wenn ich hier U drücke, dann wird er mir anzeigen, dass man daraus Biomasse machen kann. Schätze ich mal. Oder auch nicht. Kompost. Mulch. Genau, das klappt. Okay, okay. Dann haben wir ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, so, dann kommt hier rein. Mal zwei. Ah, Menno. Zwei Stack Mulch. 64. Der ladet ja hier Mulch auf. Hier zwei Stack Mulch rein, sprich, hier kommt Mulch rein und hier kommt ein bisschen Mulch rein. Dann sparen wir uns den Fertilizer. Und jetzt müssen wir noch sagen, drüben auch, dass der nicht mehr Fertilizer aufladet, sondern Mulch. Das ist hier. Kommt dann du raus und... Ja, so wollte ich das auch wieder nicht haben. 128.
Okay, 127, 128 will er nicht. Ja. Kommst du hier ran? Hier kommt eigentlich das. Hier das passt. Kommt hier das raus und hier sagen wir auch, es soll nicht das laden, sondern 128 mal den Kack hier. Dann kommst du da. So, 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 das, 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 das. Das, das, das. Jetzt hat unser Minecraft, das hier stehen bleiben wird gleich. Oder gleich hier. Oh mein Gott. Wenn wir mal durchchecken, was der jetzt alles mit hat. Der hat mit. Molch, das war's, das hat er mit. Okay. Dann ist es genehmigt für dich weiterzufahren. So, dann würde ich auch sagen, hier den Fehler behoben oder einfach beseitigt die Fehler. Beziehungsweise Fehler waren es ja keine, sondern wir haben das so gemacht, dass das System wirklich eigenständig läuft jetzt. Der Zug nicht stehen bleibt und immer am Arbeiten ist, damit auch die Bienen immer fleißig arbeiten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, Map-Downloads gibt's bald. Und macht's gut. Bis dann. Ciao, Leute.